Und willkommen zurück zu Betrayal at Krondor. Und dieses Mal werden wir weiter in den Minen herumirren. Wahrscheinlich, hoffentlich nicht. Wir haben immerhin ja eine Karte. Aber wir werden mal schauen, was wir hier finden. In Lokdur hieß die, glaube ich. Bin mir nicht so ganz sicher. Aber ja, gucken wir mal. Wir hatten hier zuletzt eine Kiste gefunden. Und werden mal gucken, was wir hier in dem nächsten Gang finden. Nach diesem großen Raum finden wir noch einen großen Raum, den ich... Da ist noch eine Kiste. Mhm. Du. Okay. Dann machen wir die mal auf. Die stabile und eisenbeschlagene Moritel-Truhe war unmöglich zu öffnen. Okay, da haben wir nochmal sowas. Meine Kuh ist zwar tot, doch ich schlage sie noch immer. Was macht sie nur für einen Lärm? Was? Brupp. Brumm? Brummel. Brummel ist es anscheinend nicht. Okay, nee, also da wüsste ich jetzt, meine Kuh ist zwar tot, ich habe keine Ahnung, was sie von mir wollen. Dann schreibe ich mir mal auf. Also, wir haben... Brummel wäre eine Möglichkeit, die aber nicht funktioniert. Okay, gehen wir mal eins weiter. Ach, das war ein D. Delo. Nam. Eine Kuh ist zwar tot, doch ich schlage sie noch immer. Ist ja normalerweise, wenn man stur ist oder nicht aufgeben will oder es nicht sein lassen kann, aber ich könnte mich da jetzt nicht auf ein Wort... Ich weiß nicht, was für ein Wort da gemeint sein kann. T-A... Piep. Piep. Okay. Also wir hätten, wenn wir was mit B machen wollten, dann hätten wir Brumm, Bro, also wenn wir BR machen würden, hätten wir eben dieses Brummel, Bro, Brock, Bru, Bro, Brock, Brop, Blum, Blunam, Blot, ne, Blitz, La. Da sind sehr viele Sachen, die gemischt sind, weil wir hier als drittes eben auch einen Vokal haben, zwei Vokalen, im zweiten auch. Bei dem haben wir keinen, da haben wir nur MHKP. Aber das nützt uns eigentlich nichts. Hier haben wir nur ein I als Vokal und da haben wir E-A-I. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie uns... Das letzte ist kein Vokal. Also da wäre theoretisch auch alles möglich. Also beispielsweise ein In, ein El, ein Am, ein Ip. Ja... Ich mache hier mal einen kurzen Schnitt, werde mal ein bisschen rumexperimentieren, damit ich jetzt hier nicht 10 Minuten vor sitze. Kleiner Moment. Ja, okay, ich glaube, das ist ziemlich eindeutig.
Und zwar dürfte das die Trommel sein. Wir hatten ja schon Brummel und das erste ist aber ein T und da haben wir ein R. Und dann das einzige andere, was ich jetzt hier noch gefunden habe, ich habe mir die mal aufgeschrieben und bin da eben B, R, B, L, B, O, B, I, T und so weiter durchgegangen. Und Drohnen hätte noch ein Wort ergeben, aber ja. Und entweder mit Nen oder L, aber mit diesem M, M, E, L, das ist eigentlich zu klar. Und die Kuh ist zwar tot, ja, also das müsste eigentlich so passen. Das macht ja Sinn, wenn das die Kuhhaut ist. Ja, genau. Und damit haben wir auch schöne Schuhe. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die denn überhaupt anlegen oder ob man die nur im Inventar haben muss. Die seltsame Fußbekleidung der Elben war für seinen Geschmack viel zu niedlich. Sie waren von grellgrüner Farbe und mit einem Streifen Gold verziert. Offenbar sollten sie in Stiefeln oder Mokassins getragen werden. Änderung Spielereigenschaften. Aber einfach nur dadurch, dass man die hat, oder wie? Wahrscheinlich. Okay. Na gut. Dann werden wir uns mal weiter umsehen. Der Raum scheint aber dann auch... Oh, Gorath gähnte. Ja, das... Wir haben im Moment eben noch volle Lebenspunkte. Also ich würde lieber erst schlafen, wenn wir von den... vom Schlaf auch irgendwie profitieren. Ich guck mal gerade, ob die Karte, ob das hier voll ist. Ja, also ausgelaufen. Vollgelaufen. Also, ne? Dass wir das Schwarze von der Karte freigelaufen haben. So, dahin. Ja. Naja, jetzt fängt's an. Ne, ich glaube, das sind die Hiebe. Ich meine, wir könnten zwar 2 Stunden schlafen oder sowas, aber... Kann man da was anklicken? Ne. Okay, dann gehen wir zurück zu dieser Kreuzung. Bei so Gängen ist das ganz gut, da braucht man nur so halb zu drehen und dann kann man gegen die Wand laufen und dann rückt der einen zurecht. Ja, gern. So. Dann gehen wir weiter in den Westen. Süden. Westen. Und da stehen ein paar Gestalten rum. Sie entschlossen sich zum Angriff. Gorath gähnte. Ja. Die Gegner waren überrascht. Der Anführer der kleinen Gruppe schrie seinen Begleitern Befehle zu. Eine Mischung aus Furcht und Wut war in seiner Stimme zu hören. Locklear nutzte die erste Angriffsmöglichkeit. Er brüllte einige Befehle und der Kampf begann. Dann machen wir hier aber direkt Salz in den Augen. Daneben. Ja, also das von dem ersten Angriff, das bringt einem jetzt nicht so wahnsinnig viel, weil die eine Aktion mit dem häufigen Danebenschlagen halt nahezu irrelevant ist. Na, okay, wunderbar. Damit sind die wahrscheinlich schon mal gut geschwächt. Der ist schon mal gut tot. Und da müssten wir jetzt erstmal rüberlatschen.
Kann sein, dass der hinterherkommt, aber na, das kommt nicht mehr hinterher. Okay, was haben wir hier? Muss man, na, durchsuchte die Leiche. Ein neues Schwertchen. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen näher ran. So. Da ist schon kein Platz mehr. Schwert. Okay. Naja, die Dinger sind halt... Ach, die kann man auch nicht weiter stacken. Naja, die kann man auch nicht stacken. Die soll man nicht aufeinander benutzen. Okay. Mhm. Wieder ein großer Raum mit einer Kiste. Kiste, Kiste. Orwin ergriff Lockleys Schulter. Erschreckt von der plötzlichen Bewegung hielt Locklear an und sah zu seinem Begleiter auf. Was ist los? Die Truhe, antwortete Orwin. Einen Augenblick, er konzentrierte sich und eine andere Szene begann, die schon vor ihm liegende zu überlagern. Der einzige Unterschied war ein Mann, der vor der Truhe kniete, eine Haut aus Naphtha. Das ist Naphtha in der Hand. Naphtha ist so ein Sprengstoffgedöns. Eine Falle, erwiderte Orwin, noch verwirrt von den Folgen des Zaubers. Jemand hat sie präpariert, sodass sie beim Öffnen explodieren wird. Sollen wir versuchen, sie zu entschärfen? Kabams. Es klickte und plötzlich explodierte die Truhe. Flammen loderten und Splitter wurden in die Luft geschleudert. Orwin schwirrte der Kopf. »Ich fühle mich nicht gut«, keuchte er und presste eine Hand an seine blutige Seite. »Meine Wunden sind vielleicht tödlich. Ich brauche die Hilfe eines Tempels, und zwar bald.« Fast tot. 0 von 40. Okay, das machen wir mal nicht. Aber vielleicht können wir... Weil es wird schlussendlich eben auch Zufall sein, wie viel... Ach, falsch ist geladen. Wie viel Schaden wir kassieren... Laden. Das da wollen wir laden. Also ich werde das jetzt einfach nochmal probieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das immer in die Luft fliegt. Aber eventuell fliegt das nicht so in die Luft, dass wir dabei drauf gehen. Aber vielleicht doch. Was tot. Machen wir noch einen Versuch, aber wenn das nicht klappt, dann müssen wir da wohl später hinkommen. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass wir hier noch Hinweise finden, wie wir die Kiste, ne, dass das dann nicht so passiert. Ne, das scheint immer so zu sein. Okay, dann können wir die Kiste... Ich meine, wir können trotzdem jetzt mal reingucken. Stellt sich die Truhe vor. Ja, ja. Die ist ja schon... Ja, ist eine Menge Geld drin, aber das ist es jetzt, glaube ich, nicht wert, dass wir zum Tempel laufen. Okay, die Kiste knacken wir nicht. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt zurückzugehen. Aber, naja. Okay. Naja, Gente. Wir scheinen hier aber auch sonst wieder im Raum nichts weiter zu haben. Dann laufen wir hier drüber jetzt. Na, kann man auch schön sehen, wie sich der Fall dann automatisch dreht. Ja, 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 ja. Weiter, weiter. Und da werden wir jetzt weiter erkunden. Also eine Quick Save finde ich auch super praktisch hier. Interessant ist, dass es jetzt auf einmal schneller ist. Wahrscheinlich, weil da nicht mehr viel von dem Level ist in der Richtung oder so.
Das würde aber bedeuten, dass der ansonsten auch den Kram rendert, der gar nicht in Sichtweite ist. Orvin startet die Truhe an. In tiefer Konzentration schloss er die Augen, stellte sich die Truhe vor, Holzhüllen, Metallbeschlagung eingehend, bis das Bild näher und näher kam und die Truhe nicht nur von außen, sondern auch in ihr Inneres. Ich glaube, es befindet sich keine Falle darin, sagte er. Oh ja, okay. Moment, dann macht der das wieder. Mhm. Bin kein Narr. Okay, haben wir ein bisschen Geld. War hier noch mehr? Wir können nach Norden und nach Süden gehen. Dann würde ich... Ja. Da sind aber auch keine... Ich werde jetzt mal schlafen. Ich weiß nicht, wie viel das bringt. Wir schlafen einfach mal 3 Stunden. Ja. Damit die nicht mehr müde sind. Ich weiß nicht genau, wie das hier funktioniert mit dem Schlafen. Ob wir jetzt erstmal wieder... Ob die jetzt erstmal wieder fit sind, sozusagen, oder... Lockle knirschte mit den Zähnen. Sie hatten sich zwar gar nicht die Truhe zu öffnen, aber war besorgt, dass der letzte Benutzer vielleicht eine unliebsame Überraschung hinterlassen hatte. Aber anscheinend nicht. Okay. Haben wir da jetzt komplett alles? Ja, okay. Hm? Das ist schon ein bisschen größer hier. Noch eine Tür. Okay. Na, die ist offen. Na, da sind aber mehrere Leute drin. Orvin lachte. Sogleich durchbohrte Locklear seinen gut gelaunten Begleiter mit einem giftigen Blick. Er war nicht belustigt darüber, dass er sich die Tür beim Schließen gegen den Kopf geschlagen hatte. Mich dünkt, es wäre besser für euren Kopf, einen Schritt zurückzutreten, schlug Orvin in väterlichem Ton vor. Lacht nur weiter und ich werde den euren als Rambock benutzen. Okay, ich wollte ja auch eigentlich einen Gegner anklicken. Sie entschlossen sich zum Angriff. Ja. Der Feind war nicht überrascht. Sollen wir es wieder wagen, diesen Zauber zu sprechen und wieder daneben zu schießen? Vielleicht muss man den gerade schießen. Achso, das ist jetzt Salz in eure Augen, das wollte ich eigentlich nicht. Den da. Flammenhölle. Wir machen mal nur eine ganz kleine Flammenhölle. Also ich schätze mal, dass man da gerade stehen muss, was das natürlich nochmal eine Ecke komplizierter macht. Oh! Boah, der hat aber genauso daneben geschossen. Vielleicht ist auch die Reichweite entscheidend. Aua! Okay, wir haben auf jeden Fall einen Gegner mit einer Armbrust. Und da machen wir mal Salz in die Augen. Den nächsten Salz in die Augen. Na, okay, wunderbar. Du noch mal ein bisschen. Ein bisschen ansalzen. Klang. Mhm. Ich glaube, der hat jetzt schon 3 Schläge kassiert. Also der ganz links, der muss nicht mehr gesalzen werden. Mhm. Okay, der auch nicht mehr. Dann gehen wir mal mit dem auf Seite. Bäh. Okay. Der kann jetzt hier einfach regenerieren. Und dann können wir nämlich im nächsten Kampf wieder zaubern. Naja. Der
Der Kampf war gewonnen. Die Fähigkeiten haben sich verbessert. Stärke gestiegen. Mhm. Und Nahkampf gestiegen. Schön. Nochmal ein Schwertchen. Na, da haben wir jetzt auch wieder keinen Platz mehr. Da müssten wir auch gucken, dass wir ja, dass wir die Rüstungen dann wieder wegpacken. Da können wir aber noch ein bisschen. Ja, seine Rüstung ist echt mal im Eimer. Aber die könnte man theoretisch halt reparieren, wenn man einen Hammer finden würde. Deshalb behalte ich die jetzt mal. Oder kaufen würde. Da hinten ist auch eine Kiste. Oh, da haben wir auch noch was Schönes. Und noch eine Armbrust. Und Pfeile. Und damit sind wir da voll. Ja, also wie weit wir von dem eigenen Fleck wieder weg müssen, um da die Rüstung draufzulegen. Okay, also das machen wir hier. Und dann, auch wenn das insgesamt eben nicht so viel Schutz bringt, machen wir das so. Wir werden die dann reparieren irgendwann. Weil da war eben deutlich mehr Rüstung an sich drauf. Und die können wir wahrscheinlich dann verkaufen. Da müssen wir nur gucken, dass wir keinen verdorbenen Kram mitnehmen. Kann sein, dass ich da was Verdorbenes eingepackt hatte. Das sieht aber alles. Ne, die ist verdorben. Okay. So, dann haben wir noch eine Kiste. Na, die Charaktere, die hatten wir, glaube ich, jetzt alle hier, die drei. Das ist ein bisschen. Okay, haben wir. Dann ab zur Kiste und dann machen wir hier auch diesen Dingszauber nochmal. Spürsinn. Und das wollte ich eigentlich nicht. Ja. Okay. In ihr Inneres. Keine Falle. Okay, aufmachen. Mhm. Aber auch nichts Besonderes drin und das braucht man nicht. Schlossaufbruchfähigkeit hat sich verbessert. Wunderbar. Naja, aber ansonsten ist jetzt in dem Raum auch nichts. Also dann können wir. Moment mal. Malen wir das hier noch geradeaus. Kann natürlich auch sein, dass hier irgendwelche Druckplatten oder sowas sind, wo man an die richtige Stelle laufen muss. Naja, okay. Bzzz. So, da rein. Da runter. Dann haben wir da noch eine Abzweigung. Ja, es ist schon ganz, ganz schön groß hier. Also mal davon abgesehen, dass hier eigentlich nicht viel ist. Ja, es sind ja lange, leere, also leere, verhältnismäßig leere Gänge. Die Gänge hätte man sicherlich auch auf wenige Felder verkürzen können. Da haben wir drei Gegner. Sie entschlossen sich zum Angriff. Der Feind war nicht überrascht. Oh, das sind vier. Autsch. Hm,
Wie machen wir das jetzt hier am besten? Gehen wir mal mit dem darüber. Der kann da noch nicht mal hin. Das heißt, der hat jetzt keine Möglichkeit, außer sich zu verteidigen. Oder den anzugreifen. Wir machen mal verteidigen. Daneben. Der hat aber getroffen. Naja, gut, aber der hat halt eine 80er Treffsicherheit. Der trifft da ziemlich gut. Der hat geblockt. Oh, ist getroffen. Aua! Der muss weg hier. Autsch. Stirb! Oh, und der geht so langsam drauf. Dass der da jetzt überhaupt getroffen hat. Okay, wunderbar. Der müsste hier mal weg, aber dann wird der vermöbelt. Ich greife den noch einmal an. Okay. Ja, wunderbar. So, jetzt kann der erstmal darüber. Hua! Bams. Okay. Ja, der kann jetzt hier zaubern und zwar diese Lebenspunkte übertragen. Mhm. Da übertragen wir auch direkt mal hier, bam, 20 Punkte auf ihn. Und daneben. So, und der muss jetzt hier quasi wieder heilen. Autsch. Und klöng. Naja, okay. Bei dem Kampf musste man schon so ein bisschen überlegen, was man tut. 4 Gegner geplättet. Die Fähigkeiten haben sich verbessert. Der ist Verteidigung gestiegen und der ist vorher schon im Schlossbruch gestiegen. Okay. Dann haben wir jetzt 4 Leichen. Wir gucken uns aber erstmal die Kiste an. Wieder eine Moritel-Truhe. Überflog die Runen, die auf der Hinweisplatte eingraviert waren. Es hat 2 Beine und klingt es auch verkehrt. Nur wenn es ruht, berühren sie die Erd. Strauß irgendwie was? St. Es hat 2 Beine, aber das würde wäre ein bisschen... Irgendein Instrument oder sowas, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was in den Beinen. Ottoman oder sowas, aber das ist ja eigentlich ein Stuhl, das passt hier aber auch nicht. Was hat denn 2 Beine? Nase hat nur ein Bein. Ein Nasenbein hat aber 2 Flügel. Irgendein Vogel. Kann man da ein SCH bauen? Dann wäre es nämlich sehr wahrscheinlich, dass da ein SCH hin muss. Nee. Dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass da ein C hin muss. Karren?
Genau, die haben doch auch zwei Beine. Und dann könnte das eine Schubkarre sein. Ja, also mit dem SCH, das kann man sich natürlich so auch erschließen. Weil das sehr unwahrscheinlich ist, dass sie sonst die drei Teile nebeneinander gesetzt hätten. Die Truhe sprang auf. So ein Seil. Aha. Was ist das? Ein Ring des Parandur. Orwin hatte schon ähnliche Ringe gesehen, die von Zauberern benutzt wurden, um Zaubersprüche anzuwenden, die dunkle Räume erhellten. Zwar war er nicht völlig sicher, dass der Ring, den er in der Hand hielt, dem gleichen Zweck diente. Okay. Jedenfalls nehmen wir den mit. So. Und dann haben wir jetzt hier noch vier Leichen. Ich will nicht die Kiste... Ja. Ja, das ist auch noch mal ein Problem, ne? Mit der Perspektive und so. Wir können da jetzt auch noch nicht mal zurück, weil wir da schon am Rand des Dingens sind. Ja, da ist jetzt auch das Inventar quasi voll. Das sind zwei. Das sind fünf. Aber der stackt die nicht. Acht. Also ich würde sagen, und hier, das ist natürlich auch so eine mit dem. Ja, da haben wir Dietriche. Die ganzen Bolzen. Die Nahrung könnten wir noch rüberpacken. Die zwei, wenn die nicht verdorben sind, das passt. Die müssten ja stacken. Dann könnte der wieder einen Gegenstand aufnehmen, aber das ist natürlich jetzt ein Gegenstand für die vier Leichen. Wird uns jetzt nicht wahnsinnig viel nutzen. Wir gucken gerade mal, ob die noch irgendwas... naja. Den kann ich jetzt schon nicht mehr mitnehmen. Und die rechte Leiche hätte nochmal... der kann aber noch irgendwo drauf gestackt werden, oder? 5. 3. Naja. Also da müssten wir nochmal zurückkommen. Gucken wir noch... Ach, ist das eine Treppe? Nee. Das ist Ende vom Raum. Okay, also da sollten wir vielleicht nochmal zurück, weil da eben doch sehr viele Gegenstände liegen. Und da müssen wir sowieso dann noch... Also wir gehen jetzt erstmal aus dieser Höhle raus. Und dann müssten wir da unten noch rein. Und dann ganz am Anfang war diese Abzweigung, die müssten wir noch nach Norden gehen. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Stadt... Werden da ein paar Sachen reparieren, verkaufen und dann werden wir hier wieder zurückkehren. Jetzt wird es natürlich dunkel, aber jetzt für diese Navigation hier ist es dann auch eigentlich ziemlich egal. Ja. Nur die Karte hier entlang laufen. Also die Wege hätten sie hier deutlich kürzer machen können. Also das, das dient ja eigentlich keinem Zweck hier. Vielleicht soll das ein bisschen repräsentieren, wie lang man hier Zeit in diesen Dings verbringt. Aber dann hätte man einfach die Schritt, also die Zeit, die mit einem Schritt verstreicht, ja erhöhen können. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder der Zwerg aus dem Gebüsch gesprungen. Da bin ich wieder. Nadur Bandok. Ach so, den Namen wollte ich mir noch aufschreiben. Ich habe mir zwar die Charaktere aufgeschrieben, aber die Namen nicht nochmal rausgesucht. Das ist Nadur Bandok heißt der. Zwerg im Höhleneingang. Nicht, ich weiß, ob kommt ihr gerade oder geht. Ja. Oh. Rüegars Höhle.
Wer oder was ist Ruagar und wo ist seine Kammer? Ich habe jemanden über ihn es reden hören. Reden hören bei meinen Zehen. Ihr herumgestöbert habt ihr nicht? Nicht schlimm, das ist Ruag gewesen, große Bestie, ein Drachen. Für Jahrhunderte er gelebt hat ihr in Mekemordain, aber gestorben er ist vor fast 10 Jahren. Ich habe sagen hören unseren König Dolgan, das gewesen ist Thomas der Elb da, als gestorben... Ruag, aber ich nicht kann das glauben. Wunderbar, die Kammer ist vergraben irgendwo hinter Ort. Wo graben wir jetzt gerade? Zu einer Zeit ein großer Schatz gewesen ist dort. Leider ein großer Teil versteckt in Truhen, die mit Wortschloss von Moritel versehen. Und vielleicht sie noch immer da. Wenn später ihr wiederkommt, dann wir vielleicht können sehen, zusammen wir sie. Wortschlösser? Was ist ein Moritel-Wortschloss? Wir haben ja schon... Paar geöffnet, ein hinterhältiges Schloss, noch nie erdacht von Zwergen, nicht und nicht von den Menschen. Kleine Trommeln, es hat die Buchstaben, aben darauf aus dem Alphabet. Zu öffnen Truhe, man die Buchstaben muss lassen, buchstabieren ein Wort, welches erdacht hat zum Öffnen der Schmied des Schlosses. Die meisten eine Metallplatte haben angebracht, auf Vorderseite beschrieben mit Bordell. Falls vergessen hat der Schmied das Lösungswort. Natürlich für das meiste Volk des Königreiches nicht helfen kann die Platte. Ich verdammt in Moridel geschrieben. In verdammt Moridel geschrieben. Ja, aber wir haben ja einen Moridel dabei. Wir sollten euch euren Pflichten überlassen, denke ich. Ja, wir können aber jetzt auch, weil wir hier eben auch diese neuen Wörter gefunden haben, dann in der Stadt auch wieder den Typen darauf ansprechen. Ja, wir sollen zurück. Ja. Und auch hier können wir einfach dem Weg folgen. Auch wenn wir hier quasi so ziemlich nichts sehen. Wir müssen nur gucken, dass wir an der rechtzeitigen Stelle abbiegen. Und das müsste hier irgendwo sein. Glaube ich. Ist da ein Weg? Mal gucken, wann das hier wieder auftaucht. Genau. Ja. Zip. So, wir gehen ins Gasthaus. Ah, nun scheint es das voll... Okay, das können wir jetzt nicht. Und der Laden ist geschlossen. Nee. Okay, dann müssen wir erstmal draußen schlafen. Mhm. Erstmal bis zum Morgen. So. Dann aber wieder zurück zur Stadt. Jawohl. Ah. Reparieren müssen wir erst noch. Aber ich gucke jetzt erstmal, dass wir ein bisschen Platz bekommen mit Sachen verkaufen, wo sich das Reparieren eh nicht lohnt. Also, oder wo das wahrscheinlich nicht gehen wird. Aha. Und die konnten wir nicht verkaufen, ne? Ja, genau. Das können wir... Ja, das verkaufen wir auch. Ja, da lohnt sich überall das Reparieren quasi nicht. Außer bei den zweien. Das kann auch weg. 13 Dukaten. Okay. Können wir das auch verticken? Ja, komm weg damit. Okay. Dann... Das hier hat ja eigentlich auch keinen... Das können wir vielleicht beim Edelsteinhändler dann loswerden oder so. Wir müssten da ja auch nochmal hinziehen. Aber das hier mit den Schwertern, das nimmt halt so langsam dann... Ja, Oberhand, sag ich mal. Ist das Gasthaus offen? Sprechen. Antwortete sofort. Euer Wunsch, ja? Ne, den können wir leider auf nichts Neues ansprechen. Und der heißt Sumani. Den Namen schreibe ich mir auch noch auf. Sumani. So. Also wir gehen jetzt erst nochmal raus. Und dann werde ich erst noch die restlichen paar Sachen reparieren. Und damit werden wir eben auch noch ein paar Steine los... dazu stelle ich den jetzt erstmal um, auch wenn wir da jetzt nicht wahnsinnig viel Waffenkunde 79. So, also der wird jetzt
Was ist hier sehr wenig? Der ist nur 2. Dann benutzen wir den einmal. Und dann benutzen wir den da. Der wird dann verkauft. Dann haben wir hier 5, 7. Okay, dann verwenden wir den erstmal. Dann gucken wir, dass wir das aufbrauchen und damit eben auch platzlos werden. Aber mehr haben wir hier jetzt auch schon nicht mehr. Wir können das noch rübergehen, geben. Das dahin. Aber bei 72, das lohnt sich eigentlich auch schon wahrscheinlich nicht so wirklich. Moment, das war falsch. Das war... Na, okay. Irgendwie will ich mich da verplant. So. Der darüber. Da haben wir 4. Dann reparieren wir den noch auf 94% hoch. Okay. Ja, also was wir mit denen machen, Sachen machen, eventuell sollten wir noch mal ein bisschen nach Norden reisen. Da hatten wir die eine Kiste, die in der Nähe ist, wo Tod drauf stand, dass wir da einfach diese ganzen Schwerter reinlegen, weil ich wüsste jetzt nicht, was wir mit denen anstellen sollen. Vielleicht können wir die dann später abholen und irgendwo verticken, aber im Moment macht es ja keinen Sinn, die ewig mitzuschleppen. Ja... Dann werden wir jetzt erstmal wieder umbauen. Okay. Wir gehen jetzt erst noch in die Stadt rein. Wir werden voll heilen. Und ja. Laden, genau. Kaufen, verkaufen. Zu Rani Bolzen. Kalems Dialetik. Nee. Okay, also verkaufen wir den Krempel hier. 4 Dukaten. Naja, und dann haben wir noch mehrere von den Schwertern, mit denen wir aber gerade nichts anstellen können. Okay, gehen wir raus. Dann werden wir einmal noch im Gasthaus voll heilen. Haben wir hier vielleicht einen anderen? Naja, der Mann nahm ihre Gesellschaft an. Ovin plauderte belanglos mit dem grob aussehenden Kerl, während Gorath sich umschaute und sicherstellte, dass sein Gefährte in der überschwänglichen Stimmung, in der er sich befand, keinen Schnitzer machen und den wahren Grund ihrer Reise preisgeben würde. So, wohin ging die denn eure Reise? Fragte der Mann und machte dabei mit seinem Bierkrug einen Bogen in der Luft. Seid ihr auf dem Weg zu einem interessanten Ort? Gorath ergriff das Wort. Wir reisen eigentlich in keiner bestimmten Richtung. Wir sind auf der Wanderschaft, auf der Suche nach Arbeit, die Bewachung eines Schatzes oder Schutzgebiet für einen Wagenzug, Schutzgeleit für einen Wagenzug. Der Mann kicherte. Oder ein Wagenzug, der ausgeraubt werden könnte, was? Räuber also? Nun ja, im Königreich ist heutzutage in dieser Hinsicht nicht viel los, zumindest nicht im Westen. Der Prinz hat dafür gesorgt, dass seine Straßen sicher und seine Lanesmänner zufrieden sind. Leuten wie uns hat er damit den Spaß am Leben genommen. Locklear nickte. Ihr seid nicht der Erste, der so denkt. Ja, ja. Wir werden jetzt aber erstmal hier schlafen. Mhm. Und zwar, ja. Bzzzt. Zahlte die Rechnung. Wupp. Ja. Wir haben super geschlafen, aber wir müssen nochmal schlafen. Mhm. Wupp. Naja, machen wir nochmal. So. Und damit sind wir voll. Dann machen wir zum Abschluss noch einmal Pling Pling. Gorath zupfte die Laute. Wieso denn der? Bevor ihr beginnt, solltet ihr wissen, dass uns das Geld für die Unterhaltung heute Abend ausgegangen ist, sagte der Wirt leise. Wenn ihr hier spielt, geschieht das nur zu eurem eigenen Vergnügen. Ah, okay. Dann halt nicht. So. Dann gehen wir jetzt, wie gesagt, erstmal nach Norden zu dieser einen Kiste, die hier irgendwo am Wegesrand war. Und dann treffen wir wahrscheinlich auch diesen Typen wieder. Ich meine zumindest, dass die hier war. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen prickelig.
Da ist die Kiste. Da ist die Kiste. Und da ist der Typ wieder. Mal gucken, ob wir mit dem jetzt, den schreibe ich mir jetzt auch noch auf vom Namen her. Junker Philipp. Junker. Ne. Philipp. Mit zwei L und einem P. Okay. Orvin, was? Eine Überraschung. Na, den können wir aber auch leider nicht mehr mit was Neuem belästigen. Okay, dann packen wir in diesem äußerst komplizierten Schloss. Flöp, flöp. Da packen wir jetzt unseren Moritel-Schwert-Ramsch rein. This. In die Kiste passen ganze zwei Gegenstände. Der ist aber ein bisschen arm, oder? Ja, das ist ein bisschen arm. Dann werfen wir die hier erstmal weg. Vielleicht bleiben die da liegen, vielleicht nicht. Wenn wir einen anderen Ort finden, können wir hier nochmal zurückreisen und die abholen. Aber ich will die jetzt nicht ewig mit mir rumtragen. Naja. Ist ein bisschen blöd. Also, dass da nur zwei Schwerter in der Kiste gehen, ist ein bisschen arm. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück zum zur Mine. So, na, verfehlt da. Jawohl. Dann kommt erstmal wieder der Zwerg. Da bin ich wieder. Noch nichts Neues. Naja, und bevor ich hier das Licht anmache, werde ich auch erstmal wieder diesem Weg folgen. Nach Norden müssten wir noch laufen. Aber vermutlich müssen wir sowieso da diesen Weg dann auch nochmal rauslaufen. Und ich zoome da jetzt mal raus. Okay. Drehen. Drehen! Da. Den Raum hatte ich doch voll erkundet, oder nicht? Jetzt oben links das wieder dunkel. Was? Ist die Tür wieder geschlossen? Nee. Blub. So, da müssen wir noch in die entgegengesetzte Richtung laufen gleich. Wir werden aber jetzt erstmal da diese drei Leichen noch ausheben, die wir da hatten. Das war in dem. Ah, die sind aber jetzt verschwunden, die drei Leichen. Okay. Naja. Na gut, also da wissen wir Bescheid. Da sollten wir auf jeden Fall die Sachen oder vielleicht sogar eher in Beutel packen, statt die Leichen dann da zu lassen und ergähnt. Aber ich will wieder jetzt nicht direkt rasten, noch bevor wir überhaupt irgendwas gemacht haben. Wir werden jetzt da unten diesen Weg weiter erkunden. Und vielleicht, ja, schaffen wir noch einen Kampf, wenn es denn dazu kommen sollte.
So, dann machen wir an der Stelle erstmal einmal einen Helligkeitszauber. Braucht nicht lang zu sein. Ja, ja, gern. Da kommen wir her. Die Kiste hatten wir. Da geistert was rum. Das ist aber kein Mensch. Sie waren nicht gesehen worden. Locklear stürmte hinein in die Finsternis und erblickte schließlich die Kreatur. Er keuchte, als er sah, wie groß sie war. Er blickte Ovin über die Schulter an und seufzte. Das wird schwieriger werden, als ich angenommen habe. Ah ja, okay, das ist der Ober-Hoshi. Dann werden wir den mal ordentlich einladen. Nein, wir werden den ordentlich Salz in die Augen streuen. Das wird ihm zeigen, wer hier der, ne? So, und dann so. Auf jeden Fall kann man da ordentlich Schaden drauf machen. Und der wird jedes Mal das hier weiterhalten. Wie man aber sehen kann, sind wir auch häufiger dran als der. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, aushalten tut er schon was. Wir können den gleich mal analysieren. Na, okay, vielleicht auch nicht. Der Kampf war gewonnen. Durchsucht die Leichen nach Proviant. Es wird lecker Proviant bei dem. Gorath trat von dem toten Braknur zurück. Seine Zunge fühlte sich dick und klebrig an. Natürlich, das Erste, was man macht, packt man dem in die Rachen und fühlt, wie sich die Zunge anfühlt. Und er hatte einen bitteren, kreideartigen Geschmack im Mund. Ach so, seine Zunge von Gorath. Okay. Er hatte nicht erwartet, dass die Kreatur diese seltsame kleine Wolke ausstoßen würde, als sie starb. Aber er war froh, dass der Kampf endlich vorbei war. Ovin brauchte frische Luft. Auf seinem Weg nach draußen stolperte er beinahe über einen kleinen, grinsenden Zwerg. Ihr Getanes habt, dass ich das Getöse habe geirrt im Schacht, aber keine Idee ich hatte, was ist geschehen? Gute Arbeit. Im Moment, glaube ich, könnten wir alle etwas Ruhe vertragen. Ruhe ihr haben sollt und ich benötigen sie, ihr benötigen sie werdet. Ihr sparen müsst eure Kräfte, um zu tragen. Nein, das ganze Gold, das als Belohnung ihr erhaltet, gut gemacht. Der Zwerg übergab Locklear einen Beutel voll Goldmünzen und verschwand dann nach unten in den feuchten Minenschacht. Die Fähigkeiten der Gruppe haben sich verbessert und wir sind aber gar nicht weggelaufen. Wir stehen immer noch hier. Scharfsinn ist gestiegen. Scharfsinn? Sehr schön. Okay. So, den haben wir abgemetzelt. Da ist wohl ein toter Abenteurer. Der ist verdorben, oder? Ja. Gucken wir mal gerade, ob hier noch irgendwas ist. Der hatte jetzt nicht so viel. Da ist aber noch eine Schatzkiste. Soll er versuchen zu öffnen? Ja. Ich kann es nicht öffnen. Okay. Wir haben den Schlüssel auch immer noch. Also die verbrauchen sich halt nicht immer auf. Wir haben sogar einen neuen Schlüssel bekommen. Noch ein Seil. Noch eine Fackel. Und noch ein Trank. Vielen Dank. Naja, gern.
Und da wird es auch wieder dunkel. Okay, dann hätten wir das hier auch jetzt erledigt. Da oben war nichts mehr. Wir müssten jetzt, ja, jetzt müssten wir wieder rauslaufen. Und da war eben noch ein Weg nach oben. Den müssten wir eigentlich auch noch gehen. Das machen wir aber dann wahrscheinlich beim nächsten Mal, weil das jetzt schon ein bisschen spät wird. Wenn wir da noch das Drehen hinbekämen würden. So, hinbekommen würden. So rum. Ja, ja, gern. Und, da weiter und nochmal drehen. So, darüber. Das hätte man auch vielleicht ein bisschen eleganter machen können mit diesem Reward. Vielleicht, dass man den Raum zuerst untersucht und dann beim Zurückgehen dann anbietet, dass man automatisch wieder zum Eingang zurückreist oder sowas. Weil das hat jetzt weder gepasst, noch war das irgendwie wirklich sinnvoll. So. Also wir werden beim nächsten Mal noch dieses kleine Stückchen hier erkunden in der Mine. Und dann gucken wir nochmal, im Inventar haben wir jetzt gerade noch Platz. Wir werden dann nochmal nach dieser Stadt reisen. Ne, nicht dieser, ja, also nach Falkenhöhle. Und da sollten wir nördlich von Falkenhöhle mit Isaac reden. Und eventuell, wir gehen gleich danach nochmal nach Lamut. Und eventuell können wir da jemanden nochmal wegen der Mine ansprechen. Wir hatten ja da diesen Zwerg auch, mit dem wir reden konnten. Also vielleicht können wir mit dem auch was sagen. Mit bereden. Müssen wir mal gucken. Ja, das soll's aber für dieses Mal gewesen sein. Also gehen wir beim nächsten Mal hier nach Norden erstmal noch das bisschen. Dann gehen wir nach Lamut und dann nach Falkenhöhle und dann erkunden wir da oder gehen wir da nach Norden und gucken mal, ob wir was zu diesem Edelstein, zu diesem Diebstahl herausfinden können, den diese Grauen von den, weiß nicht, ob das Mordell waren oder von den Zurani, keine Ahnung, wer das nochmal genau war, aber wir werden nochmal gucken, ob wir da was in Erfahrung bringen können zu diesen Dieberern. Das dann beim nächsten Mal. Am besten den Kanal abonnieren, um das nicht zu verpassen. Oder solltet ihr das Ganze nachträglich schauen, findet ihr unten in der Videobeschreibung auch eine Playlist, wo ihr reinklicken könnt und dann einfach zum nächsten Video springen könnt. Ich danke fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Damit ciao und bis denne. Bye, bye.